Moshpit Passion, you know, for the passion of the music. Liebe Freunde von Moshpit Passion, hier ist euer Kajo. Heute hier mit Traitor. Wir sind hier immer noch beim guten Eugen vom Dach, der unter anderem heute das Triple Thrash moderiert. Der Livestream, den es ja Mitte September online gab, also wenn ihr das hier schaut, ist es schon vergangen, aber ihr könnt noch sicherlich irgendwo im Internet die Live-Mitschnitte noch nachschauen. Und ja, als Essener, begeisterter Thrash-Metal-Fan ist man an Traitor in den letzten Jahren überhaupt nicht vorbeigekommen, aus dem einfachen Grund, der gute Lucky von Darkness ist großer Fan von euch und ja, ihr wart auch des Öfteren im Darkness Vorprogramm zu sehen und da habe ich auch das erste Mal von euch gehört, dachte so, ey, mega geil, gefällt mir. Und ja, deswegen sitzen wir auch unter anderem hier. Doch stellt euch bitte einmal vor, wer macht bei euch was, wer ist für was zuständig? Jo, also ich bin der Lorenz, ich spiele Bass. Ja. Den kennt ihr übrigens aus dem Wolfpack-Interview. Genau. Der ist immer noch hier geblieben. Ich bin immer noch hier geblieben. Ich habe immer noch die gleichen Klamotten an und ich spiele auch bei Wolfpack und ja, aber genau. Auch bei Traitor, ja. Andreas, ich spiele Schlagzeug und singe oder schreie. Ja, der Gerd, Rhythmusgitarre und Backvocals. Ja, Matze, Leadgitarre, Backvocals. Erzählt uns doch mal, ja, wie habt ihr euch gegründet, beziehungsweise mit welcher Motivation damals? Wisst ihr das noch? Aber ich glaube, da können die zwei auch was, weil die Gründung nicht gründen, dabei. Ja, also das sind die Gründungsmitglieder. Das waren eigentlich Andreas und ich. Mhm. Das hat, glaube ich, auch noch in der, war es noch Realschule, warst du nach Realschule schon? Nach Triad, also bis 16, 17 rum, haben wir gesagt, hey, spiel mein Instrument, ich spiele Gitarre, du Schlagzeug, okay, fang mal an. Und dann waren so Maiden-Cover und, keine Ahnung, so Zeug halt immer. Ja, meine Morph haben wir schon viel gecovert. Und meine Morph haben wir einen Song gespielt immer. Ja, und den haben wir schon und den haben wir gut, gut gespielt. Ja, und dann halt irgendwie so, ja komm, machen wir mal Nägel mit Köpfen, machen wir mal eine Band raus und Bandnamen finden. Und dann waren von Meat Grinder bis Running Cunts, also ja. War da echt so richtiger Schrott dabei. Bis halt irgendwann in Premature Burial, und dann merkst du selber, das kann ich ja kaum aussprechen, dann braucht was Kurzes, Prägnantes. Traitor, ja. Ja, passt, Traitor ist gut. Also ohne großen Hintergrund, einfach prägnanter Name, passt. Was ich halt geil bei euch finde, genauso wie bei Dust Bowl, Wolfpack, ihr, Pripyat, also dass nochmal so eine Thrash-Metal-Generation nachgewachsen ist, so in den letzten 10 Jahren, weil früher, was heißt früher, so vor 15 Jahren, hat sie dann immer noch so die Alten, ne, die Teutonic Four, aber das nie wirklich so was gewachsen, so, ne, und jetzt gerade so in den letzten Jahren, ja, ist da doch schon irgendwas herangewachsen und seid doch schon viel rumgekommen. Was würdet ihr so sagen, war ein wichtiger Meilenstein bis dato in eurer Karriere? Ich glaube, wichtiger Meilenstein war, als wir das erste Album professionell aufgenommen haben, die Fresh Commands. Ja, und das halt einfach gewagt haben, weil davor waren es, glaube ich, 3 Demos. Also wir hatten Fresh Metal Victory, da war ich selber noch nicht dabei. Die haben die 2009 rausgebracht und 2009 bin ich dann irgendwie danach in die Band gekommen. 2010 haben wir Nuclear Combat und ein Live-Demo-Album Inclination in Aggression. To Aggression, genau. Rausgebracht und dann waren wir irgendwann so. Das war sogar davor, okay, alright. Jo, und dann war es irgendwann mal so, hat uns ein Produzent angeschrieben, so der Vangelis Maranis, so wenn der Vangelis das sieht, viele Grüße nach Italien, der gute Grieche in Italien, ne? hat uns angeschrieben, so hey Jungs, ihr könntet eigentlich viel, viel mehr machen. Und dann war so, ja, sollen wir das machen und Geld und bla bla bla. Und dann war so, hey, nee, fuck, wir machen das jetzt. Ja. Und dann haben wir Fresh Command aufgenommen so und ist dann ein fettes Album geworden, so die Leute haben es gefeiert und dann waren wir so, ja, jetzt haben wir schon Nägel mit Köpfen, dann müssen wir mehr Nägel mit Köpfen machen und jetzt sind wir halt da. Ja. Und sind jetzt seit über 10 Jahren da, haben jetzt mittlerweile 3 Full-Length, ein Boxset rausgehauen, 2 DVDs sogar, die DVD. Releases in Amerika gehabt und halt weltweiten Plattenvertrag und alles so und... Jetzt hängen wir halt in der Scheiße, ne? Wie habt ihr bis dato das Jahr 2020 erlebt? Ich meine, konzerttechnisch ging natürlich jetzt nicht sehr, sehr viel, aber wie habt ihr die freie Zeit genutzt? Ist da irgendwas in Arbeit, in Planung? Wir sind halt am Songschreiben, wie immer. Das machen wir eigentlich durchgehen. Da gibt es nichts irgendwie, jetzt machen wir das, machen wir, sondern jeder hat halt irgendwelche Ideen daheim und dann wird sich zusammengesetzt oder auch. Wir sind ja im Zeitalter des Internets, wie du so schön gesagt hast, dann wird halt rumgeschickt. Ja. Aber meistens treffen wir uns dann schon irgendwo bei ihm daheim oder bei ihm oder keine Ahnung, dann
Proberaum und alles klar. Also was wir jetzt gemacht haben, ist halt auch viel so durch, wir haben glaube ich im Januar, ich glaube es war 25.01. oder 24.01. oder so. Der letzte Gig, ja. Ja, es war der letzte Gig und dann war so, ja scheiße, was machen wir jetzt mit dem ganzen Zeug? Und vor allem, weil wir halt Ende 2019 gerade dieses Boxset, das Decade of Revival rausgebracht haben. Und wir hatten super massig Shows, riesen Festivals und alles und jeder hatte Bock zu lassen. Voll motiviert, geile Scheiße. Alles platt gemacht, das ist irgendwo Festivals. Beste Band der Welt quasi so. Aber dann kamen halt, dann kamen die Ronies nur so und dann, was willst du machen? Aber ich glaube, wir haben das eigentlich relativ gut gelöst, weil wir dann echt viel auf digital umgestiegen sind, so mehr halt Facebook, Instagram, Playthrough-Videos hochgeladen, Newsletter gemacht, Merchandise-Kollektion erweitert und halt permanent einfach weitergearbeitet so und ich weiß nicht, also ich glaube, wir haben es schon so ich glaube, drei Songs sind schon ganz cool, die wir haben fürs neue Album, für das gerade in cool. Arbeit. So. Genau, alle sind cool. Also wir haben auch schon, wir haben auch schon viel mehr Songs, so, aber ob die den Cut so aufs Album schaffen, so mal schauen. So, ne? Aber sind eigentlich schon fleißig so mit einem. Ja, so hat eigentlich jetzt gar nicht so sehr ausgebremst, würde ich sagen. Und also für mich persönlich war es auch anfangs so, ey, scheiße, klar, fällt alles aus, so, ich habe viel Arbeit dahinter und so, ärgert dich, aber tat auch irgendwie gut, mal ein paar Wochen nicht permanent in der ganzen Republik oder im Ausland rumzutouren und so, und dann warst du mal ein bisschen mehr zu Hause, hast mir Freunde gesehen Machst du mal Motorradführerschein. Machst du mal Motorradführerschein, so, ne? Aber ich spiele also wenig Gitarre, das ist auch das Problem, so, naja, ist auch scheiße. Aber, nee, ich glaube, das war auch eigentlich so eine gute Pause, wo man auch selber nochmal so ein bisschen reflektieren, kreativ sein, irgendwie umstellen und also wir saßen nicht rum, so wir haben schon einfach permanent weitergemacht und alles und bis jetzt ist es alles geil gewesen eigentlich so und Merch-Verkaufe sind, glaube ich, sogar hochgegangen, so und so Spotify-Playlisten überall rein. Die Leute hören viel mehr unsere Musik so und ich glaube, das ist auch so mit der Krise so, dass die Leute viel mehr neue Musik entdecken und die haben ja Zeit. Ne? Genau, so haben wir Zeit, genau so. Und das war jetzt eigentlich so viel, also das Negativste war einfach, dass diese ganzen Shows und die ganzen Riesenfestivals, wo man echt Lust zu hatte und gerade neue Platte im Rücken, so neue Bühnenshow und alles. So neue Songs mal live spielen, die man ja jetzt halt im Studio eingespielt hat und eigentlich gerne mal gucken würde, wie wirkt das Ganze live, aber ist jetzt halt alles spielen wir es heute, aber die Wirkung ist eine andere. Sag mal, wie geht jetzt, sag ich mal, 2021 an die Sache ran? Ich sag, wir gehen jetzt mal davon aus, am 1.1. ist natürlich unrealistisch, wir gehen jetzt aber trotzdem mal davon aus, Shows, ihr dürft wieder spielen, ihr arbeitet an neuen Songs, dass ihr dann sagt, so, okay, hört mal zu, wir schreiben im Hintergrund weiter Songs, aber wir schieben das auf. Wir haben erstmal gerade hier letztes Jahr und davor das Jahr richtig Gas gegeben mit Veröffentlichung. Wir wollen erstmal die Alben pushen, spielen jetzt 2021 das alte Zeug und dann releasen wir das vielleicht sogar 2022, das Album, ist das zum Beispiel dann ein Ansatz, weil du hast das gerade angesprochen. Also ist sehr realistisch, ich meine, das ist ja immer du kannst so die Muße nicht zwingen, so manchmal spielst du halt Zeug und es klingt halt dann erst cool und dann hörst du nochmal an und so, ja, ich skrutze, so, ne? Ja, und dann denkst du, Wolfpack macht das so und dann müssen wir das nicht. Sorry, ja. aber nee, also ich glaube, ja, also wir machen einfach so normal weiter, so einfach immer regelmäßig proben, Songs schreiben, wir sind wir sehen uns andauernd, sind ja auch gut befreundet und alles und läuft einfach weiter und jetzt, wie gesagt, also ich hätte schon Bock, so eigentlich wollte ich bis Ende des Jahres das Album schon fertig haben, aber es klappt halt nicht so, aber ich denke, so bis Mitte des nächsten Jahres wird es gut drin sein und so rein von der Entwicklung mit Corona, ich glaube erst also frühestens im vierten Quartal 2021 gibt es wieder Shows und alles. Und wenn wir davor, sag ich mal, das Album aufnehmen und du musst ja nicht gleich raushauen, weil dann haben wir das fertig so, dann können wir schon ein neues Musikvideo drehen, ganz Promo machen, neues Merchandise und du hast halt mehr Planungsphase und das ist eigentlich auch gar nicht so schwer. Ja, die Frage ist natürlich auch, ob jetzt nach dieser Corona-Phase, was da für eine Schwemme an Alben womöglich rauskommt, weil jeder, sag ich mal, wenn keine Konzerte spielen kannst, was kannst du machen? Kannst Lieder schreiben, kannst im Studio was aufnehmen.
Und ob man dann da mit dabei sein will in dieser Masse von Musik, die dann plötzlich rauskommt, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist so, ich bin auch mal gespannt, wie die Leute das aufnehmen, Live-Shows. Also das heißt ja nicht, okay, weiß ich nicht, Live-Shows, alles wieder erlaubt, dass die Leute auch rauskommen. Also gerade aktuell, ich war letzte Woche auf der Plattenbörse und das war die erste Plattenbörse nach 6 Monaten und normal müsstest du als denken, so für die Sammler, gerade Nordrhein-Westfalen, so das Ballungsgebiet überhaupt, die hatten ein halbes Jahr lang Pause. Utrecht ist hier die größte in Europa, fällt dieses Jahr auch komplett flach, dass die Leute da in Scharen hingehen. So, das war gar nicht so. Das war okay Besuch. Natürlich mit Hygiene, Sicherheitsabständen, pipapo. Aber nach einer Stunde ungefähr war man da fertig und dann dachte ich mir so, okay, das ist jetzt so gerade so ein Beispiel dafür, ne, wo du halt so Hardcore-Leute hast, die halt sammeln, das ist so eine Leidenschaft, wo du halt so, sag ich mal, viele potenziell hättest, die da hingehen könnten, aber die haben da irgendwie keine Lust, kein Geld, kein, weiß ich nicht, ne, Tier, Angst. Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier und er gewöhnt sich schon relativ schnell an neue Sachen. Das ist sicherlich eine gewisse Gefahr, die das Ganze birgt, aber ich bin trotzdem ziemlich zuversichtlich, wir haben vorhin darüber auch gesprochen. Ich denke, dass nach dieser Corona-Krise wahrscheinlich einiges verschwinden wird, aber ich glaube, es wird auch ziemlich viel Neues geben, was dann vielleicht auch mal wieder einen ganz anderen Schwung bringt. Ja. Also ich glaube, es ist halt so eine 50-50-Chance, so dass die Leute entweder sagst, so, ja, ich habe übel Bock, weil ich ein Jahr jetzt nicht mehr auf Konzerten war oder Festivals oder einfach mal live irgendwas sehen, so Leute sehen, so sozial auch, dass die dann voll Bock haben oder... Du hast sogar einen Impfstoff und alles, aber die Leute erstmal sagen so, boah, ich warte jetzt lieber nochmal 2-3 Monate und dann möglicherweise wieder. So, ne? Also weiß man nicht, also muss man abwarten, aber ich so was ich immer so mitbekomme und höre, so, also die Leute haben schon Bock. Ja. So Schweiz, Österreich macht super, auch so mit den Abständen und so. Und jetzt hoffen wir mal, dass das auch so bleibt, weil dann haben wir auch noch ein paar Shows in der Schweiz und Österreich so. Und wenn du da Live-Videos guckst, die halten sich wirklich dran. Manchmal gehst du manchmal Moshpit und nach 5 Sekunden waren sie so, ah, dürfen wir gar nicht machen, zu nah so. Und alle gehen wieder auf die Seite und es ist gleich vorbei. Und die halten sich halt echt dran. Und wenn man das so macht, denke ich, ist das schon auch in Anführungsstrichen, sag ich mal, eine safe Nummer, so, man wascht dir die Hände nach und nicht immer ins Gesicht fassen und alles so und dann, okay, aber man weiß es nicht, ne? Ich möchte noch ein bisschen über eure Musik sprechen, das ist ja so ein Sonderformat, wo das hier runterläuft, Thrash Whiplash. Ich möchte das so unterfüttern mit ein paar Hard Facts. Lorenz hatte die schon wohin beantwortet, wo es einfach darum geht, so Lieblingsbassist, Lieblings-Thrash-Metal-Platte. Ich glaube, dann machen wir da weiter, dann wiederholst du dich auch nicht. Habt ihr vielleicht ein Thrash-Metal-Album, wo ihr sagt, so, boah, das ist geil, das ist so die Platte aus dem Bereich oder generell das Metal-Album überhaupt? Raining Blood. Extreme Aggression. Ja, ich stehe auf die Rust in Peace. Also bei mir ist voll die Fabulous Disaster. Nicht Bounded by Blood, Fabulous Disaster. Die wollte gerade spielen. Nein, von Exodus die Platte. Und da muss ich dazu sagen... Nicht Bounded by Blood? Nee, nicht Bounded by Blood. Ich weiß, und immer wenn ich das sage, das sind so, was, wie kannst du das sagen? Kann ich wohl gerade sagen. So. Aber die Fabulous Disaster ist so geil und die Bonded by Blood ist halt geil, aber nicht so geil. So, es ist einfach. Ja, ich weiß, da kriege ich auch immer ganz böse Antworten drauf, wenn ich das sage. Und dann kann ich, also wenn ich mich jetzt ganz unbeliebt machen möchte, ich mag auch die Remastered mehr als das Original, weil du alles hörst, was die Leute spielen. Boah, hart. Wenn man das bei der... Ich würde sagen, dass die Souls of Heaven fast lieber mag als die Raining Blood. Oh, Raining Blood ist bei mir aber auch weiter unten. Interne Band. Also ich glaube, wir lösen die Band hier auf. Ja, ich wollte gerade sagen, nach dem Interview ist die Band durch. Du hast gerade Creator Extreme Aggression genannt. Warum nicht Coma of Souls oder Gods of Violence? Das war halt die erste CD von Creator, wo ich durch Zufall nach Cover gekauft habe, weil ich das cool fand. Aber wenn es ja schon jeder blöd findet, aber ich habe es irgendwie cool gefunden. Und, das war halt was, was habe ich noch nie gehört. Also ich habe davor Slayer gehört und das war schon krass so, aber wo ich das gehört habe, denke ich... Das ist auch, was der Winter im Interview gesagt hat, da ging es bei denen so los, wo es ein bisschen professioneller, auch handwerklich, ein bisschen runder die Sache. Extreme Aggression, ja. Du, was hast du nochmal? Raining Blood dazu, ja. Okay, muss man glaube ich nicht so sagen. Ja, muss man so, sagen. Ja, ja. Aber streiten sich ja die Geister, Raining Blood oder Master of Puppets? Ich bin Master, bei mir ist Master of Puppets. Also Metallica, klar, auch geil, aber Raining Blood war immer so ein... Ja, Metallica ist nicht brutal genug. Ja, Metallica ist ja das Ding, ich bin ja eingefleischter Megadeth-Fan immer gewesen. Okay, jetzt geht's los. Als Gitarrist finde ich es natürlich viel geiler, was Megadeth spielt, weil Marty Friedman ist mein Gitarrist und deswegen fand ich es immer technisch immer viel interessanter, was der so spielt, als Metallica war immer, ich will jetzt nichts Falsches sagen, deshalb
Nee, sag ruhig, in die Kamera. Ja, ein bisschen poppiger gestaltet, sag ich mal. Ja. Und, schon cool, aber nicht so. War ich eigentlich immer so. Und Rust in Peace war so ein Album, das habe ich rauf und runter gehört, das habe ich komplett auswendig gelernt. Mhm. Und ja, heute höre ich auch nicht mehr so viel. Ich kann auch alle Soli davon spielen. Oh. Konnte. Natürlich kannst du das immer noch. Ja, wie gut ich sie dabei spielen konnte. Da habe ich noch ohne Klick gespielt. Zu der Zeit. Ja, das ist ein geiler Typ. Es gibt ja aktuell so ein lustiges Internetphänomen, da gratulieren die Leute zu, hey, cool, 40 Jahre Metallica und zu 7 Jahre guter Musik. Finde ich sehr, sehr treffend an dieser Stelle. Ja, aber so hat jeder seinen eigenen Geschmack, finde ich auch sehr, sehr interessant, wo wir gerade bei Album haben. Lieblings, sagen wir mal, Musiker. Wir haben das ja vorhin gerade ein bisschen eingegrenzt mit Bassist, Gitarrist, Schlagzeuger, aber ich halte das mal so ein bisschen offener aus dem Bereich Thrash Metal. Was haben wir vorhin gesagt? Vinnie Paul haben wir gesagt. Vinnie Paul war dabei, dann Lucky, Daniel war dabei. Der Lucky! Lucky! Wir treffen uns nächste Woche, ist kein aber Witz. Aber ist nicht mal gelogen. Also ich glaube, vielleicht wirst du selber erzählen, aber Darkness war so die Lieblingsband vom Andy und ja, musst du selber erzählen, was ist auch deine Geschichte? Ja, inwiefern und wo soll ich anfangen? Ja, mit Defenders und Bandsport, wie sie alle hießen. So. Ja, der Witz war also Zeitung, wo ich die mal bei YouTube durch Zufall gesehen habe, denkt, wow, schon ziemlich geil. Und ich fand sie dann auch so cool, dass bei der, gerade bei der Live-Demo, die wir gemacht haben, habe ich eigentlich das komplette Layout von der CD, von der Defenders of Justice, eigentlich 1:1 kopiert und nur unser Cover eigentlich drauf gemacht. Aber selbst die Anordnung vom Logo und vom Titel ist genau gleich. Ja, man lernt von den Großen, ne? So. Ja, die, also. Ja. Fand ich schon mal gut. Drum war ich umso erstaunter, wo wir die dann in echt kennengelernt haben, weil das war irgendwie so, ja, wird eh nie passieren. Aber. Ja. Super nette Typen, also ja, Essener right. Jungs, wenn man, also ich komme aus Essen, ja, kennt man, also Lucky, wenn du das hier sehen solltest, hier deine Jungs, mit einem großes Shoutout. Crater, ja, wie gesagt, ihr habt ja bei denen im Vorprogramm schon ein paar Mal gespielt. Ja. Und ja, vielleicht demnächst auch wieder, weil Darkness bringt ja eine EP raus Ende des Jahres. Man munkelt, man schaut. Wir hätten ja schon Lust, wenn wir eingeladen werden, wären wir natürlich zu jeder Schandtat bereit, so, ne? Und ist halt einfach krass, so, weißt du, hast ja irgendwie so diese alten Helden, so, weißt du, wie Creator, klar, war Teutonic Force, so, ne? Also hat jeder von uns gehört, so, aber jetzt bist du halt mit den Jungs so im Backstage, hängst mit denen rum, trinkst mit dem Bier und spielst eine Show mit denen zusammen, so, ne? Und. Also hätte, glaube ich, niemand gedacht, dass wir es mal machen. Mhm. Und jetzt vor allem mit Darkness ist halt wirklich auch sogar so eine Freundschaft entstanden. So, also hin und wieder chatte ich einfach mal so mit den Jungs, auch mit Mike und so. Das ist super cool. Ich meine, der Lee ist voll der witzige Dude. So, die sind, auch ganz, die sind auch mega sympathisch. Alle, die machen auch gerade viel für den Underground. Also Teutonic Slaughter ist aus Gladbeck kommen. Genau, die richtig, sind ja auch mit denen tief verwurzelt, haben denen eine Split-EP rausgebracht. Richtig, ja. Also auch sehr, sehr nachhaltig. Ist nicht selbstverständlich. Auf jeden Fall eine. Einfach coole Jungs, Mann. Also Jude Jungs so aus dem Board. Und ihr beiden, Musiker, technisch? Gitarrist, doch, es gibt, ich weiß nicht, also so ein. Du bist hier Creator, Lamille oder Sammy? Auch. Keine Frage, aber bei mir gibt es nicht so das eine Vorbild, sondern das ist einfach so ein Mix aus allem irgendwie. Ich finde zum Beispiel die beiden Gitarristen von Cannibal Corpse einfach ultra geil. Okay. Von dem her... Jack O'Brien und Pat O'Brien. Jack Owen war der andere, aber der ist immer ausgestiegen so und war bei... Jetzt ist er bei Six Feet Under, neues Album hat er aufgenommen so mit Six Feet Under. Wer war der da irgendwie so einen Psychoschub gehabt? Das war der Pat O'Brien. Right. Aber ich hoffe, den geht es auch wieder so gut. Das ist das Vorbild von Gerd. Nein, aber also ich glaube, allgemein kann man sagen, dass einfach Cannibal Corpse, aber auch jetzt mit den Konzerten gespielt haben, das sind einfach wirkliche Bärchen. Die wirst du einfach lieb haben. Das sind so nette Leute und die Crew ist richtig cool. Die sind absolut null abgehoben und sie sind einfach richtig nett. So, und die spielen einfach. Also, haben die supported also in Stuttgart so und dann so, haben selber die Platten und ja, haben die dann nicht mehr getroffen. So, dann sind wir an Tourbus geklopft und so, ja, der Clown, du schreiben wir das, weil wir sind ja auch Fans, so, weißt du, und Alex Webster so, oh, fuck, we get so many albums, fuck, so hast du unterschrieben, so. Aber alles unterschrieben, alles jedes einzelne. Alles, ja, und es gibt halt so andere Leute, so, sagen wir, nennen wir jetzt auch keinen Namen, so, wo wir halt echt Fans von sind und dann stehst du da 2 Stunden an, weil du einfach auch dieses kleine wie 14-jähriger Fanboy mit der Vinyl da bist. Und stehst du gerade da, ich möchte diese Unterschriften gibt es jetzt nicht mehr, ich gehe jetzt einfach. Und so, what the fuck? Ja. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen enttäuschend dann so. Irgendwie auf einer Seite verstehe ich es natürlich auch, wenn die keinen Bock mehr haben und so. Manchmal geht es uns ja auch so, irgendwie nach einer Show, so bist einfach fertig so und hast nicht mehr so krass viel Muße, permanent mit den Leuten zu reden. Aber
Gehört halt irgendwie dazu. Ne? Yeah, yeah, right. So, aber es ist halt Cannibal Corpse, die waren einfach super. Alter. Das war einfach, also mit dem Ton und so, ist einfach geil. Bei dir, du hattest gerade schon angesprochen, Megadeth-Gitarrist, oder gibt es da vielleicht noch jemanden, wo du sagst, ich muss sagen, ja, lange Zeit Idol war sicherlich Marty Friedman von Megadeth. Mhm. Und viel geprägt hat mich sein Spiel auf jeden Fall. Und das von Mike Romeo von Symphony X ist jetzt zwar kein Thrash Metal, aber ist ein krasser Gitarrist. Auf jeden Fall. Wo ich sagen würde, technisch kann man sagen, Symphony X, wo man es jetzt mag, diese melodiöse Gedöns oder was oder auch nicht. Heute bin ich da auch nicht mehr so ganz dabei, aber jeder Song hat mir quasi an der Gitarre eine neue Technik beigebracht, deshalb ganz geiles Zeug. Ich sehe auch, wir haben 20 Minuten überschritten, unsere Zeit rennt ein bisschen und ich würde sagen, wir kommen zur letzten Frage und da wir uns Moshpit Passion nennen, Lorenz hat die Frage schon vorhin beantwortet, wisst ihr noch eure erste Moshpit-Erfahrung, letzte oder eine komplett durchgedrehte oder lustige? Da seid ihr komplett frei. Also ich habe ein Slayer-T-Shirt, so das Schöne mit dem Logo, das habe ich mir damals vor 100 Jahren gekauft, einfach in schwarz. Und dann war ich auf so einem Punk-Konzert. Warst du auch dabei, ne? Ja, auch dabei, viel Bier. Und dann war halt Moshpit und alles. Und dann hat man halt so am T-Shirt rumgerissen, dann links und rechts einfach die Dinger. Und dann habe ich gedacht, scheiß drauf. Ärmel abgerissen. Ja. Das habe ich heute noch, das T-Shirt. Das ist dann natürlich gealtert, ist nur noch grau und ist schon ein bisschen hier runtergerissen. Das ziehe ich eigentlich immer noch. Also das ist so He-Man-mäßig. So, ich hatte Bock, reiß die Dinger. So, und dann kam jemand, auf jeden Fall, cool. Das ist schon, ich glaube, da war ich 16 oder so. Und das T-Shirt habe ich immer noch und einfach geil. Das bleibt mir halt schon auf jeden Fall hängen geblieben. So. Wer möchte noch von euch? Na, ich glaube, mein erster Moshpit war, ich denke jetzt mal, 14, 15 oder so war ich damals und das war ein Konzert in Radolfzell in dem Konzertsegel. Da spielen da, ich glaube, Die Happy war Headliner damals. Das war. Hey, Happy, ja, keine Ahnung. Es war halt, es war um die Ecke und die Moshpit-Erfahrung war bei den Itchy Poops Kids. Geil, ey. Die damals noch keine Sau kannte. Fuck. Die aber danach irgendwie so ein bisschen mehr bekannt wurden. Und naja, die haben es ja noch umbenannt. Das war, glaube ich, mein erster Moshpit überhaupt, wo ich da rumgestolpert bin. Das war immer so Indie-Rock, Rock'n'Roll eigentlich, ne? Nein, das war schon so. Die waren schon ein bisschen mehr erdiger. Das war schon trotzdem. Aber die waren super witzig. Naja. Das war echt eine geile Nacht, muss ich schon sagen. Und ja, gut, da hippie. Ja, deswegen war ich nicht da. Ich war da, weil es gab ein Konzert, das war nicht weit weg. Naja. Das war halt schon eingegangen. Das war halt früher so, ne? Das war halt scheiße, zahlst 5 Mark und gehst auf ein Konzert. Da kommst du günstig hin und kannst ein Konzert gucken. Und ob es dann Rock ist oder Punk oder Metal, ja, ist ja dann wurscht. Sonst noch jemand? Du? Fällt es nichts Spezielles ein. Hickstens, wo der Ozzy Osbourne vor. Ich war in der ersten Reihe, wo er die Hose runtergelassen hat. Das war schon sehr eindrücklich. Und dann hat er immer was über den Kopf geklärt. Also. Ja. Und war geil, oder? Ja. Ja, Leute, vielen lieben Dank für eure Zeit und für das Interview. Für die Leute da draußen, checkt Traitor aus. Unten drunter in der Beschreibung findet ihr alle Links, Facebook, Instagram, natürlich auch YouTube. Da gibt es jede Menge Videos zu begutachten. Natürlich den Link zum Merch-Store packe ich euch auch noch unten rein. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye. Ciao. Macht's gut.